Im englischen Salisbury hat die Polizei am Sonntagabend die Umgebung rund um ein Restaurant abgesperrt. Ein Paar, das im Restaurant Prezzo gegessen hatte, war plötzlich krank geworden. Laut Polizei handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, bis der medizinische Vorfall geklärt sei. In der Kleinstadt waren im März der ehemalige russische Geheimdienstagent Skripal und seine Tochter mit dem Nervengift Novichok vergiftet worden. Die britische Regierung vermutet, dass Russland hinter dem Anschlag steckt.